Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Godos, wo wir immerhin immer noch dran sind, unsere Siedlung immer weiter auszubauen. Was bist du denn? Habe ich den aufgebaut zwischendurch? Es sieht aus wie eine schwangere Frau, oder? Ah, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall unsere Siedlung auch hin erweitern. Dazu aber später mehr. Erstmal werden wir hier oben zu den Gems hinarbeiten, damit wir anfangen können, die abzubauen. Das ist nämlich hier so ein Gemplatz. Na, geh weg, Wolf. Dem Animationen noch fehlen. Die wir jetzt auf jeden Fall hier freilegen können. Geh weg. Weg. Wird schon wieder hell. Das war aber eine kurze Nacht, oder? Was ich echt schön finde, sind die Farbfacetten, die eingesetzt werden. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, machen wir ein Thema diesmal. Religion, naja. Wir können darüber diskutieren, was für eine Religion der Profanismus sein muss, wo meine Gläubiger, nicht Gläubiger, sondern meine Glaubensbekenner hier, meine Jünger, sage ich mal lieber, halt glauben. Sie glauben an den großen Proof. Erstmal müssen wir klären, was ist die Ursprungsgeschichte des großen Proofs. Das finde ich immer ganz schön. Vor allem von Terry Pratchett finde ich die Ursprungsgeschichte. Ah, nee, stimmt gar nicht. Das war damals nicht bei Terry Pratchett, das war, sondern bei Per Anhalter durch die Galaxie. Dass eine Rasse ja denkt, das große Taschentuch kommt eines Tages und löscht das Universum aus. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil wir sind nur der Rotz eines Überwesens, was dann auf irgend so ein Taschentuch gerotzt hat und deshalb irgendwann kommt, nicht auf ein Taschentuch, sondern einfach auf irgendwas. Und dann kommt halt ein Taschentuch und putzt uns alle weg. Das ist halt eine ganz nette Vorstellung. Finde eh, bei Per Anhalter durch Galaxie, durch die ganze Buchreihe, gibt es sehr gute Vorstellungen davon, was es denn für einen Wahnsinn überall geben kann. So. So, aktivieren wir die Tote mal eben da hinten. Das ist eigentlich Verschwendung für die hohe Anzahl an Siedler. Vor allem wundere ich mich gerade, dass die Statue hier keinen Glauben mehr generiert. Die Statue hier hinten generiert immer noch am besten den Glauben. So, jetzt können wir die aber auch direkt deaktivieren. Dann können wir zum einen die kleine Statue hier fertig bauen. Wollen aber anscheinend nicht. Arbeiten da oben noch Leute? Anscheinend, aber es braucht einfach Ewigkeiten. Ach ja, kommen wir aber zurück zur Entstehungsgeschichte des Profanismus. Und zwar war es nämlich wirklich so, wie es auch im Spiel beginnt, ein einfacher Mensch, der keinen Glauben hatte an irgendetwas, hat sich hingesetzt und gesagt, boah, wenn ich jetzt hier keine Frau habe und nichts anderes, dann hämmer ich einfach einen Stein kaputt, weil ich einfach schon so depressiv bin als neues Wesen auf diesem Planeten ganz alleine und will dann nur Steine kloppen wie im Gefängnis, was ich noch nicht kenne, aber es ist egal, ich mache es einfach. Dann habe ich da so dann hat er da so rumgehackt, bis der große Proof kam und hat diesen Stein für ihn zerschlagen und dadurch wusste er, warum denn das Leben vergeuden beim Zerschlagen von Steinen, wenn ich einem höheren Wesen dienen kann, dem Proof. Und damit war der erste Proofianer geboren, der dann weiterhin die Geschichte erzählt hat vom Proofnismus. Ja, jetzt muss ich schon wieder hier selbst die rausholen.
So, das war der Anfang. Was brauche ich dann noch? Ich brauche Regeln für eine Religion. Im Proofnismus sind die Regeln ganz einfach. Regel 1, du sollst dich töten. Man kann ja sagen, ich habe kopiert. Aber es ist kein Plagiat, es ist allgegenwärtig, muss ich sagen. Da ist ein Grundprinzip, dem sollte gefolgt sein. Ich werde dann aber auch Unterklausel machen. Du sollst nicht töten, außer jemand, der schon getötet hat. Damit haben wir geklärt, dass wenn jemand denn dagegen verstoßt, auch ohne Sünde dieser getötet werden darf. Obwohl Todesstrafe ist ja eigentlich schwierig. Weil es ist ja auch dann so ein bisschen Schutzgeschichte. Lauf doch bitte einfach hier rechts lang. Danke. So, deaktivieren wir mal. Dann sollten die anderen auch da hochgehen. Weil jetzt habe ich, glaube ich, ins Fettnäpfchen getreten. Weil Todesstrafe ist wirklich so ein Thema. Da können wir mal eben kurz anhalten, ob das nicht eine Erlösung ist für denjenigen, der eine Strafe begangen hat. Oder ob wir den einfach platt machen und sagen, ja, dann ist er halt weg, dann kostet er den Steuerzahler nichts mehr. Aber ich finde halt, der Tod ist auch so eine... Klar, es könnte was geben, es kann aber auch nichts geben. Ist natürlich dann hart, wenn es nichts gibt für den Typen. Aber an sich hat er nicht gelitten, also... Also er zahlt eigentlich nicht zurück. Er verliert zwar sein Leben, das andere ist Gefängnis, dann hat er halt, wissen wir, auf jeden Fall ganz sicher, dass er dafür bezahlt hat, was er getan hat. In dem Sinne, dass er halt seine restliche Lebenszeit verschwenden musste, um in irgendeinem Gefängnis abzusitzen. Beim Tod kann man sich nicht sicher sein, ist das jetzt wirklich eine Bestrafung für ihn oder was kommt danach? Vielleicht ist danach ja auch für Mörder und Verstümmler das Beste auf der Welt und derjenige, der den verklagt hat, der kommt irgendwo in ein höllenähnliches Gebilde, obwohl das Fegefeuer, ist ja auch eine falsche Interpretation, das Fegefeuer reinigt die Seele so lange, bis sie auch in den Himmel auffahren darf. Also keiner kommt für immer in die Hölle, religiös gesehen. Deshalb, an sich sind Religionen ganz cool, wo es gar keinen Himmel und Hölle gibt. Also ich würde dann auch sagen, dass ich vielleicht im Profanismus zur Erde gekommen bin und den Stein zerschlagen habe und später und einfach so lebe. Also so wie beim Buddhismus. Und dann am Ende gibt es halt einfach einen Haufen Lehren von mir. Ich finde, das ist eigentlich eine der angenehmsten Lösungen, obwohl wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt und auch die Bibel mal liest im Christlichen, dann merkt man schon, das sind auch eigentlich irgendwo Lebensweisheiten einfach aneinander über Geschichten. Das ist nicht so offensichtlich wie im Buddhismus, wo man wirklich direkt von Anfang an damit arbeitet, ja, was lernen wir aus der Geschichte und der Geschichte? Wo ich auch mal eine kannte. Die hatte ich gerne mal erzählt früher, aber inzwischen, ich weiß nicht, ob ich ihn noch auf die Kette kriege. Und das ist nämlich irgendwie, Buddha ist auf Reisen und findet dann irgendwann einen Mann, der am Boden liegt und hat einen Pfeil im Rücken. Und genau, das ist es nämlich. Nee, ein Arzt, nicht Buddha ist auf der Reise, sondern ein Arzt ist auf der Reise und findet irgendwann einen verletzten Mann. Oder irgendein Mann ist auf der Reihe. Ach komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Es ist einfach ein Mensch auf der Reise und sieht dann am Wegesrand einen verletzten Mann. Der hat einen Pfeil im Rücken stecken, beziehungsweise im Bein, kann überall am Körper sein. Und dann sagt nämlich der Reisende zu dem, oh mein Gott, was ist das für ein Pfeil? Sind hier Räuber in der Nähe? Sagt er. Oder dann sagt der Verletzte, nein, sind keine Räuber in der Nähe. Und dann sagt er, oh mein Gott, aber wie ist denn das passiert? Wie hast du dich denn verletzt? Und der Reisende verliert sich halt in Fragen bei dem Verletzten, die alle zwar darum um die Situation sich drehen, aber das Wesentliche vergisst er nämlich den Pfeil aus dem Verletzten zu ziehen und den zu behandeln. Also er ist nur interessiert in den Fragen und in der Sondierung der Lage, weil er könnte ja auch selbst in Gefahr sein und so weiter, aber lässt halt den Mann in Wahrheit letztendlich mit seinen Schmerzen alleine und lässt ihn auch sterben am Ende.
Beziehungsweise, ich glaube, in der Geschichte kommt dann Buddha und zieht den dann den Pfeil raus, was der andere einfach nicht fähig war, weil er halt einfach sich so verworren, er hat sich mit den falschen Sachen immer abgelenkt und hat sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, was nämlich in dem Fall wäre, wirklich einfach nur zu helfen und dem Mann den Pfeil aus dem Bein oder Rücken oder wo auch immer rauszuziehen und den zu verarzten. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Darstellung auch wieder vom, ja, wie halt die Welt funktioniert, ne? Und es ist auf alles anwendbar, ist heute immer noch so. Wir verlieren das Wesentliche aus den Augen häufig und konzentrieren uns immer auf unwesentliche Sachen, wo halt natürlich ist, Computerspielen ist jetzt nicht das Wesentliche des Lebens, muss man sagen. Das ist eine schöne Beschäftigung, aber wesentlich ist ja Familie und also für die einen Familie, für die anderen Karriere, für den nächsten ist es dann sportliche Leistung und da gibt's ja alles Mögliche. Und ich finde, der Buddhismus trifft das da eigentlich am besten, um jemand bei dieser Entwicklung zu unterstützen. Obwohl auch, wenn Leute im christlichen Glauben was finden, ist auch super. Jeder, wie er mag. So. Oh, habe ich ihn getötet? Ich glaube nicht, oder? Ich töte doch keine meiner Leute. Mein Gott, wir haben erst 10 Minuten umgebracht. Okay, erste Regel war, du sollst nicht töten. Zweite Regel ist, du sollst der Monogamie entsagen. Man könnte jetzt sagen, das ist frauenfeindlich, aber ohne Scheiß, wenn ich so pragmatisch darüber nachdenke, also ich bin auch Monogamie veranlagt, aber wenn man pragmatisch darüber nachdenkt, wenn wir damals wirklich religionstechnisch gesagt hätten, wenn Liebe ist, zwischen mehreren und so Geschichten, dann lass sie geschehen einfach, ne? Liebe einfach jeden, gut ist. Wir hätten auf jeden Fall unglaublich viele weniger Streitigkeiten, weil ich denke, es ist eine Generation über Generation weitergereichte Lehre, beziehungsweise ein Gefühl, dass es Eifersucht geben kann, was nicht so massiv verankert wäre, glaube ich, im Menschen, wenn es halt damals einfach so gewesen wäre, ja, okay, dann habe ich halt die Frau und gut ist und die arrangieren sich halt untereinander oder umgekehrt, ich bin eine Frau und habe mehrere Männer, weil wenn, dann wäre es in meiner Religion auf jeden Fall von Anfang an so, dass es insgesamt eine Gleichberechtigung gibt zwischen Männlein und Weiblein. Ohne Schöpfungsgeschichten in Richtung, die Frau ist ja nur aus einer Rippe vom Mann gemacht und weil der Mann gerade Langeweile hat, hat er eine Frau bekommen. Oder die Frau hat ja Adam verführt mit dem Apfel und ist deshalb schlecht. Darauf hat übrigens die Kirche sehr lange aufgebaut, weshalb Frauen keine Rechte haben dürfen, wegen einer Schöpfungsgeschichte, die definitiv falsch ist, die wo jeder Mensch sich schon damals sagen konnte, das ist absoluter Schwachsinn, dass die irgendwo im Garten Ehen sitzen und dann kommt eine Schlange und kommt ein Apfel und bla bla bla. Ich muss mich jetzt mal auf Klicken konzentrieren. Jedenfalls bla 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 in dem Fall. Es war eine andere Zeit. Ich weiß gerade gar nicht so genau, warum ich den hier so hochziehe. Also extrem. So, also erste Regel, du sollst nicht töten. Zweite Regel, du sollst der Monogamie entsagen. Dritte Regel. Na, ja, die Stadt macht die Statue macht irgendwie nichts mehr. Ah, jetzt kann ich sehen, mit rechter Maus, also kann ich den Einzugsbereich sehen. Aber langsam wird's echt mit Glauben eng. So, wo ist denn... Da.
glauben. Ah, ich hätte sie doch ein bisschen weiter im Süden setzen sollen. Aber sie füllt sich schon. Also ich glaube, ich habe gerade einen Fehler. Was habt ihr gesehen? Die hat jetzt schon Glauben gesammelt von Häusern, die gar keinen Glauben obendrauf haben aktuell. Ach, ist doch egal. So, was haben wir hier? Upsala. ID 0 connected H irgendwas. Ach so, das ist irgendwie Leute einladen zum Spiel. Natürlich ist gerade schlecht, weil die Kamera ist dadurch irgendwie kaputt gegangen. Kriegen wir erstmal die Karte. So. Ja. Da muss ich mich eben so mal eben hier ein bisschen bewegen. ASWD geht nicht mehr, das ist jetzt Kamerasteuerung. Aber so kann ich auch erstmal noch den Part zu Ende spielen. Aber die bauen hier keine Gems ab. Also es gibt hier zwar Gems, aber irgendwie gehen die da nicht dran. So. Okay. Monogamie und nicht töten. Dritte, du sollst nicht stehlen, ist auch ein bisschen schwierig. Obwohl, das kann man trotzdem. Du sollst nicht stehlen, finde ich noch akzeptabel. Und witzig ist einfach, jetzt würde einfach eine vierte Regel kommen, irgendwie genauso wie in den normalen 10 Gebote. Du sollst nicht die Kuh und das Weib deines Nächsten begehren, wo wir es aber ändern würden. Du sollst respektvoll mit anderen leben. Das wäre eigentlich so eher die Richtung gewesen, weil es ist nicht so an Güter gebunden. Obwohl, es geht schon in Richtung Liebe deinen Nächsten, ne? Damit kommen wir mit der Monogamie wieder durcheinander. Beziehungsweise mit der Nicht-Monogamie. Naja. Bauen wir erstmal den hier weiter auf. Das ist echt praktisch mit den allen Ebenen auf einmal bewegen. Na, gefällt dir, was dein Gott macht? Gleich bist du aber eingebuddelt, wenn du so stehen bleibst. Genau, bau einfach mal ein Häuschen, bevor dein Gott fertig ist. Macht ja nix. Aber ich glaube, die Statue hier übrigens hier hinten, da es hier mit den Händen ist und so, ich glaube, das ist die Statue für Multiplayer-Match. Kann auf jeden Fall gut sein. So, machen wir weiter beim nächsten Mal. Also überlegen wir uns noch, wie die Religion noch weitere Regeln haben muss. Aber am besten wäre, glaube ich, die hat gar keine Regeln. Wir sagen einfach, mach, was du willst. Leb, wie du es für richtig hältst. Obwohl, Menschen ohne Führung ist echt kompliziert. Na gut, weiter geht's beim nächsten Mal. Ich bin euer Proof und euer Gott. Vielleicht für manche. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder bei Godos. Ciao.